herzlich willkommen zum Pomadeshop YouTube-Kanal, eurem Kanal für Haarstyling, Haarpflege, moderne, oldschool, klassische Haarstyling-Produkte und heute mal nicht Haarstyling, heute mal Düfte. Und zwar, wir haben Juni 2023, es fängt gerade an, richtig schön sommerlich warm zu werden. Und da will ich euch mal unser Sortiment an frischen Düften für den Sommer zeigen. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht irgendwie was holzig, herb, schweres haben für den Sommer, sondern eher einen leichten und einen eher frischen Duft, dann haben wir eigentlich jede Menge, wenn ich so vor mich schaue. Es ist unglaublich, wie viel wir da in dem Segment auch schon haben. Ja, fangen wir mal an mit Aftershaves. Fangen wir mal mit Aftershaves an. Aftershaves oder Colognes, also die Sachen von Pinot heißen ja oft Eau de Cologne, ist eher ein leichtes Parfüm. Also im Normalfall riecht ihr die Sachen nicht allzu lange oder eben nicht wie ein Parfüm über den ganzen Tag hinweg, sondern vielleicht so 2-3 Stunden. Und es nimmt eigentlich auch den ganzen Tag jemand wahr, der sehr nah an euch steht oder an eurer Haut vielleicht riecht. Das heißt, ihr habt einfach einen Duft, der nicht in der U-Bahn das ganze Abteil überlagert, sondern einen sehr dezenten Duft, einen sehr persönlichen Duft, wie ich immer sage, weil man eben den nur feststellt, wenn man nah an euch rankommt. Und finde ich ganz angenehm für den Sommer. Parfüms habe ich ja dann auch nochmal gleich, aber jetzt starten wir mal mit den Aftershaves. Und zwar, da hätten wir einmal oder zweimal Dapper Dan. Die beiden würde ich bevorzugen. Das Grüne hat schon wieder eher eine schwere Note. Das kennt ihr mit Sicherheit auch von Dapper Dan. Ich finde, das Blaue hat ein bisschen was Frischeres, so diesen frischen, mentholigen Duft. Nicht so was Schweres mit dabei, sondern so eine sehr frische Note. Und ihr habt Unmengen an Menthol drin, eiskalt. Da seid ihr morgens auf jeden Fall mal runtergekühlt und wach. Und dann haben wir unser neueres, das Dapper Dan Gold. Ein schöner 40er-Jahre-Duft, frisch, seifig, geht eigentlich das ganze Jahr. Aber für mich ist es eher ein frischer, angenehmer Duft. Orangennoten, Sandelholz, Moschus, ein wunderschön runder, frischer, eher ein bisschen ins seifiger gehendere Duft. Ohne Menthol, also kühlt nicht ganz so stark für den, der es noch nicht wusste. Also wenn Leute Probleme mit Menthol haben, dass die Haut mehr reagiert, könnt ihr vielleicht mal auf Dapper Dan Gold gehen. Dann hätten wir relativ neu im Sortiment von Poraso. Zwei Artikel, das ist beides mal Eukalyptus und Menthol, also auch hier wieder Kühlbomben, wie das Dapper Dan Green oder Blue. Hier haben wir allerdings eine sehr starke Eukalyptusnote mit dabei. Und für mich erinnern die ein bisschen an das Dapper Dan Hair Tonic Green vielleicht. Also mit dem könnte man es vergleichen, da habt ihr auch eher eine dominante Eukalyptusnote mit dem Menthol zusammen. Und so in die Richtung könnt ihr euch die vorstellen, aber in dem Fall als Aftershave, einmal mit Alkohol, einmal als Balm für die, die empfindliche Haut da draußen haben und eher ein bisschen Feuchtigkeitsspendewirkung haben wollen. Also einmal den Balm, einmal das klassische Aftershave mit Alkohol und die pflegende Variante. Dann Klassiker, Eduardo Pinot. Urgestein in der Parfümeriewelt und in der Aftershave-Welt. Klassischer Urduft, Moschus, frisch, pudrig. Wer nicht weiß, wie ein echter Moschus riecht, im Grunde, man kann es so ein bisschen mit Babypuder vergleichen. Oder wenn ihr bei eurem Barber des Vertrauens Talgpuder in den Nacken bekommt, das hat ja so diesen pudrigen Duft, wie man sagt. Und hier ist noch ein bisschen eine süße Note mit dabei. Also ihr habt einen frisch, pudrig, süßen Duft. Verändert sich nicht allzu stark, ist jetzt nichts, was sich riesig verändert. Für viele andere Produkte ist das die Grundbasis als Duft. Und man muss auch sagen, so ein Moschusduft passt zu jeder Pomade, weil Pomaden ganz oft auch ein bisschen eine Moschusnote mit dabei haben oder eine Pudernote. Und das beißt sich mit keinem Produkt, was ihr verwendet, dann auch in den Haaren. Ne? Wenn ihr eine Pomade habt, die stark riecht, da will man schon, dass irgendwie der Duft so ein bisschen dazugeht. Wäre einmal der Clubman Musk mit Alkohol, klassisches Aftershave. Dann haben wir von Pinot noch den Lime Sack oder das Citrus Musk in der doch deutlich größeren Flasche. Das sind jetzt die Colognes. Wir haben beim anderen steht Aftershave und Cologne. Wie gesagt, stellt es euch vor, wie die meisten Aftershave, die ihr kennt, dass sie eben, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht allzu lange halten, auch wenn es nur das Cologne ist. Unterschied zwischen den beiden, Lime, Zitrone. Hier haben wir aber auch wieder Zitrone und Moschus. Sprich, wir haben Zitrone mit diesem Touch an Babypuder. Also ein bisschen spannenderer Duft, ein bisschen süßlicherer Zitronenduft, während das Lime Sack eher eine herbe Limettennote hat. Also ein bisschen schwerer, aber natürlich Limette irgendwo immer noch ein frischer Duft. Also gehen beide super für den Sommer. Aber wenn ihr so süß-pudrige Düfte nicht mag, greift mal zum Lime Sack. Beide schöne zitrische Düfte. Dann haben wir aus der
Pinot-Serie, die neuere Serie, die ein bisschen moderner angehaucht ist. Denn wir wissen, die klassischen Pinot-Düfte haben alle eine Pudergrundnote. Und bei den neuen Düften oder heutzutage würde der Mann ja eher einen holzig, Tabak, schweren Duft suchen, weil er den als männlich sieht, während im 19. Jahrhundert die Männer eher süß, pudrig, frisch gerochen haben. Und in der modernen Serie sind ein bisschen modernere Noten drin. Also wir haben einmal den Brandy Spice, auch hier ist ein bisschen Moschus mit drin. Der riecht am Anfang ein bisschen nach Apfelsaft. Ich finde interessant, von der Entwicklung auf der Haut riecht dieser Duft so ein bisschen wie von Womanizer aus der Pomadenwelt, wenn ihr die kennt, wie die Rich Boy. Also geht so ein bisschen in die Hugo Boss Bottled Richtung. Ihr habt einen fruchtig, würzigen Duft, eher frisch, nicht zu schwer. Also auch eine tolle Empfehlung, klassisch mit Alkohol. Dann auch aus der neuen Serie, der Jens Gin. Gin würde man jetzt erwarten, Wacholder eher schwer, aber der Jens Gin ist eigentlich ein sehr leichter Duft, eher auch in Seifige gehend, man hat leichte Wacholdernoten mit dabei und dementsprechend für mich auch ein frischer Sommerduft, aber eben nicht süß oder pudrig und auch nicht zitronig, sondern ihr habt diese leichte Wacholdernote mit dabei, der für den, der es nicht ganz so leicht möchte, sondern immer noch ein bisschen was Schweres. Dann der neueste oder das neueste Aftershave aus der modernen Pinot-Serie, der Tequila Tease. Ja, da scheiden sich die Geister. Ich sage inzwischen im Laden, frage ich die Kunden, ob sie einen Tequila-Trauma aus der Jugend haben, denn so der erste Geruchstest ist dann schon schwierig. Es erinnert schon sehr stark an so ein Stück Orange, Zitrone, je nachdem, was für ein Tequila man nimmt, plus diese Alkoholnote. Also wenn ihr da geschädigt seid aus euren jungen Jahren, vielleicht nicht die Empfehlung, aber insgesamt finde ich von, wenn man es dann auf der Haut hat, kommt tatsächlich eher eine Kokosnote zum Vorstellen, also so ein bisschen Kokos, Vanille und weniger Zitrone tatsächlich. Also der entwickelt sich, dem müsst ihr vielleicht eine Chance geben, aber wie gesagt, im ersten Moment sehr Tequila-mäßig das Ganze. Eben auch klassisch mit Alkohol ein Aftershave. Dann natürlich ein Urgestein, Florida Water. Geht immer, geht das ganze Jahr. Da ist, ich sag immer, von allem etwas mit drin. Zimt, Holz, Zitrone, Orange, Nelke, man riecht immer wieder was anderes raus. Es ist einfach ein spannender Duft, der immer Spaß macht. Der ist nicht zu schwer, er ist nicht zu leicht, er ist angenehm. Ich kenne kaum jemanden, der den nicht als angenehm empfindet, diesen Duft. Und dementsprechend Florida Water, was ihr einfach immer nehmen könnt. Könnt ihr auch als Hair Tonic theoretisch verwenden, habe ich auch Kunden, die das machen. Ich persönlich, bisschen freaky, mache es mir in mein Dampfbügeleisenwasser mit rein, damit ich beim Bügeln schon mal so ein bisschen diesen Duft drin habe. Ich liebe diesen Duft. Macht das nicht mit dem Bügeleisen eurer Frau, bitte. Die wird es vielleicht nicht unbedingt mögen, aber ich finde es super. Also Florida Water, immer eine Empfehlung. So, das wären, würde ich jetzt mal sagen, so unsere Aftershaves, unsere frischen Düfte für den Sommer. Dann gehen wir mal weiter zu den Parfums. Und zwar haben wir auch ziemlich neu von Solomons aus Rom, ein wunderschöner Barbershop in Rom in Italien. Das Altai, wie auch immer man es ausspricht, ich weiß es tatsächlich nicht genau. Einen schönen neuen Duft im Sortiment, sehr unaufdringlich, sehr leicht. Drin sind Fräsien, Weihrauch, Moschus, also klingt ein bisschen schwerer mit Weihrauch und mit dem Blumenduft so ein bisschen blumig, aber es ist weder noch, es ist ein angenehm frischer Duft, der mich tatsächlich am Anfang sogar in leichten Noten an Patchouli erinnert, aber nicht so schwer, wie man es von Patchouli kennt, also ein würzig, leicht floraler Duft. Ich hoffe, die Duftbeschreibung macht so halbwegs Sinn. Wir sind ja jetzt nicht die Parfümspezialisten, dass ich euch jede einzelne Note rauspicken kann für die Parfümspezialisten da draußen. Die werden wahrscheinlich bessere Worte finden wie ich. Aber so als grobe Beschreibung, ein leichter, sommerlicher, leicht floraler, bisschen würziger Duft vielleicht. Ich denke, das können die meisten so verstehen. Dann Captain Fawcett. Persönlich mit meine Lieblingsparfums haben wir einmal das Barbarism. Barbarism ist ein Ganzjahresduft. Den würde ich jetzt gar nicht so nur für den Sommer einsortieren, aber auch im Sommer immer noch ein sehr, sehr guter Duft. Für mich als Duftbeschreibung, ich will es simpel halten, ein erdiger Bergamottduft. Also wenn ihr Bergamottduft mögt oder generell Aftershaves mit Bergamott mögt,
sollte euch das extrem gut gefallen. Ist ein bisschen erdige Noten sind mit dabei, aber ich würde sagen, Bergamott trifft es sehr, sehr gut. Also auch ein herb-zitrischer Duft, wenn man so will. Aber auch ein bisschen würzige Noten mit dabei, sehr unaufdringlich, sehr, sehr angenehmer Duft. Dann haben wir von Captain Fawcett meinen persönlichen Sommerfavoriten, den mit dem Käfer drauf, den Alessandro Manfredini, ein italienisches Bartmodel, bestimmt schon mal in irgendeinem Prospekt gesehen, hat einen wunderschönen, langen, weißen, wirklich schneeweißen Bart und oft mit Captain Fawcett zusammen in Verbindung, aber auch mit anderen Bartpflegefirmen immer mal wieder irgendwelche Kooperationen gehabt, jetzt sein Signature-Parfüm. Ich lieb's für den Sommer. Frisch. Es ist Tonkabohne mit drin, also wir haben Vanillenoten, aber nicht so dieser ganz süße Vanilleduft, sondern dieses bisschen ledrig-vanillige. Moschus ist mit drin, also auch wieder diese Babypuder-Pudernote. Es sind aber auch ganz leichte Sandelholznoten mit drin. Das heißt, ihr habt einen frisch-pudrig-würzigen Duft. Sensationell. Ich liebe den für den Sommer. Mein persönlicher Favorit in dem Fall, Alessandro Manfredini von Captain Fawcett. Und dann hätten wir noch zu guter Letzt den Triumphant oder das Triumphant. Finde ich immer witzig, weil mich erinnert die Plakette sehr an Harley Davidson und wir haben den Triumph-Schriftzug drin. Irgendwie geht mir nicht ganz in den Sinn, warum das so ist, aber es ist einfach so. Das Triumphant ist ein floraler Duft. Wir haben einen herben Blumenduft. Die meisten kennen Blumendüfte eher als süß oder übertrieben süß oder frisch. Der ist eher Blume, erdige Blume, also so ein herber Blumenduft. Ganz, ganz interessant. Also wenn ihr prinzipiell Blumendüfte mögt, aber euch die immer zu süß auf der Zunge liegen, ist der Triumphant, denke ich, eine gute Wahl. Auch der, so ein schöner Frühlings-, Sommer-, Herbstduft. Für den Winter darf es ein bisschen schwerer sein. Aber auch eine gute Wahl für den Sommer, für den Frühling und dann den Herbst, der ja leider dann auch wieder kommen wird, jetzt gerade, wo wir den schönen Sommer haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei eurer Duftauswahl, wenn ihr eher mal einen Duft für den Sommer sucht, was nicht zu schwer, nicht zu herb ist. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal vielleicht wieder ein Produkt reviewen zu dürfen oder euch wieder über andere Produkte aufzuklären. Bis bald mal. Einen schönen Tag wünsche ich, einen schönen Abend, wann auch immer ihr schaut. Bis bald. Macht's gut.